Levi Light. Es ist Mittwoch, Vormittag, gab keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Und ich habe gerade die Landtagsdebatte im Sächsischen Landtag angehört. Es ging unter anderem um einen Antrag der Regierungsfraktionen aus CDU, Grünen und SPD. Und es ging auch um einen AfD-Antrag. Und auch jetzt um einen linken Antrag, den habe ich nicht mehr verfolgt. Jedenfalls habe ich im Livestream die Debatte zumindest teilweise angehört und habe festgestellt, dass es inzwischen ein Wortprotokoll unter dem Stream gibt. Und der wird per Spracherkennung vom Fraunhofer als hier Pilotprojekt realisiert. Und man kann ihn, wenn man schnell tippt, auch schnell mit Steuerung C kopieren. Und ich habe ihn in ein LibreOffice-Dokument, ein ja, Word-Dokument kopiert, sodass man sich mit ein paar Fehlern drin, aber in aller Regel hat er gut gefunzt, davon überzeugen kann, wie sowohl die Grünen als auch die SPD und auch die Linke gegen die Querdenker gehetzt haben, dass es nur so kracht. Den Querdenkern wurde also nicht nur vorgeworfen, dass sie Corona leugnen, dass sie aufrufen, das Masketragen zu verweigern, sondern dass die Querdenker auch andere Menschen bedrohen und beleidigen würden. Das entbehrt meiner Kenntnis nach, was die Querdenker als Bewegung angeht, jeder Grundlage. Es mag den einen oder anderen Kritiker der Corona-Maßnahmen geben, der das Coronavirus leugnet. Ich selber tue das nicht. Es mag auch welche geben, die die Masken verweigern, und es mag auch Menschen geben, die andere dazu aufrufen, die Maske nicht zu tragen. Das kann ich nicht beurteilen. Allerdings, meiner Erfahrung nach, ist das bei den Dresdner Querdenkern im Speziellen und den Querdenkern im Allgemeinen nicht der Fall. Das ist meiner Meinung nach eine haltlose Behauptung, die man dann doch bitte belegen möge, wenn man tatsächlich so einen Scheiß verbreitet. Ja, ein Beleg, nicht Beweis, aber Beleg, den ich dafür habe, sind diverse Demonstrationen, auf denen ich war. Dazu gehört unter anderem die Großdemo in Berlin am 29. August. Und eine Demo mit rund 5000 Menschen am 31. Oktober in Dresden. Von beiden Veranstaltungen gibt es aufgezeichnete Livestreams, wo sich jeder davon überzeugen kann, dass die Versammlungsleiter, diejenigen, die am Mikrofon waren, das waren teilweise auch Anwälte, und die haben rigoros darauf hingewiesen und darauf hingewirkt, teilweise indem sie in die Menge gegangen sind, dass die Abstände eingehalten werden. Das habe ich in Berlin erlebt, wo wirklich ein oder zwei Anwälte richtig böse geworden sind, weil die Menschen nicht auseinandergegangen sind. Und das habe ich in Dresden erlebt, wo ich auch selber anwesend war, und da waren 5000 Menschen rund ungefähr. Und das fand auf dem Theaterplatz statt. Und die beiden Veranstalter oder Versammlungsleiter, die ich persönlich kenne, haben also, und das lässt sich im Livestream auch nachgucken, mehrfach vehement darauf hingewiesen, dass die Menschen auseinandergehen sollen. Allerdings hat ein Versammlungsleiter nicht die Möglichkeit, in die Menge zu gehen und irgendwelche Atteste zu kontrollieren. Eine Abgeordnete der Linken im Landtag, die Kerstin Köditz, hatte direkt nach der Demo eine Anfrage gestellt an die sächsische Staatsregierung. Und aus der Antwort, die ich unter dem Video verlinken werde, geht hervor, dass die Polizei bzw. die Versammlungsbehörde also über 700 Atteste zur Befreiung der Pflicht von der Mund-Nase-Bedeckung kontrolliert hat und weiterhin 70 Schwerbehindertenausweise. Also von rund 5000 Menschen, die auf der Querdenker-Demo am 31.10. in Dresden auf dem Theaterplatz waren, hatten 770 Menschen, die kontrolliert wurden, ein Attest oder einen Schwerbehindertenausweis. Weitere Informationen lassen sich der Antwort der Staatsregierung nicht entnehmen, aber für mich ist das ein Indiz, wenn also rund ein Siebtel der Menschen kontrolliert wurden und einen Attest vorweisen konnten, dass es sich mitnichten um Maskenverweigerer handelt bei den Dresdner Querdenkern und denjenigen, die zur Demo gekommen sind. Und sowas muss man sich dann nicht nur von den linksgrün Versifften im Landtag anhören, man muss sich auch, wie vorhin geschehen, von der Gesundheitsministerin Petra Köpping anhören, dass in den Kreisen,
wo die AfD die höchsten Wahlergebnisse hatte bei der letzten Landtagswahl, die war im Herbst 2019, also vor einem guten Jahr, dass dort die meisten Corona-Fälle auftreten würden. Die Gesundheitsministerin, die die Verantwortung trägt im Freistaat Sachsen maßgeblich, sagt, dass die größte Oppositionspartei und deren Wähler daran Schuld hätten, dass wir jetzt einen Lockdown haben. Das muss man sich mal vorstellen. Für mich fällt es unter astreine Hetze. Und jetzt noch zu mir persönlich. Ja, ich bin ein ausgewiesener Kritiker der Corona-Maßnahmen. Ich halte sie für maßlos überzogen. Ich halte die Informationspolitik der Stadt Dresden, des Dresdner Gesundheitsamtes und auch des Freistaates für unterirdisch. Aber ich trage, wenn ich in den Einzelhandel gehe, eine Maske. Ich trage sie nur widerwillig, aber ich trage sie und muss mir trotzdem regelmäßig pauschale Vorwürfe gefallen lassen, dass die Querdenker, die es so gar nicht gibt, genauso wie es angeblich ja die Antifa nicht gibt und den Islamismus und hast du nicht gesehen, muss mir aber pauschal anhören, dass jeder, der sich als Querdenker bezeichnet, automatisch ein Corona-Leugner sei, ein Maskenverweigerer, ein Demokratieverächter und so weiter. Ich kann für mich sagen, dass keiner dieser Vorwürfe auch nur im Ansatz zutrifft. Nur im Ansatz. Nix, nada, null, niente. So, jetzt habe ich meinen Unmut kundgetan und will es bei unter 7 Minuten belassen. Ich wünsche mir, dass die Spaltung der Gesellschaft nicht weiter voranschreitet und dass sich diejenigen, die mit solchen Anwürfen hausieren gehen, mal an die eigene Nase packen und sich fragen, ob sie im privaten Umfeld tatsächlich immer das Abstandsgebot im eigenen Haushalt zum Beispiel und auch die Mundschutzpflicht immer einhalten, wenn sie sich mit Freunden und Bekannten treffen. Ich wage das zu bezweifeln. Wir sind alle nur Menschen und wir sind alle Menschen und es gibt keine zwei Klassen von Menschen wie Corona-Leugner und diejenigen, die ja, der Corona-Religion, nenne ich sie mal, folgen. Lasst euch nicht spalten, liebe Leute.